Die erste Hälfte von meinem Leben habe ich gelernt zu fliegen. Ich kann fliegen. Musik machen ist fliegen. Auf der Welt umreisen ist fliegen. Und eine künstlerische Vision zu verfolgen, gibt einem die Illusion von Unsterblichkeit oder von Fliegen, von nicht in der Realität sein. Es hat etwas Beunruhigendes. Fliegen kann auch bedeuten, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Und wahrscheinlich die zweite Hälfte des Lebens will ich mich mehr mit Landen beschäftigen. Und das kann ich noch nicht so gut. It's gonna be mosquitoes tonight, I can tell you that. Yeah, I know. It's gonna be mosquito fest. What's the band? Nerve. Nerve? Yeah. Okay. Well, you can pull up. Okay, cool. John Davis. Jojo Mayer. Ladies and gentlemen. Pat Noonan, yeah. Drum elf, drum elf. Mit dem Heapy Festival ist es sehr interessant, weil wir können aus einer komplett anderen Szene, aber ich kann da genau das machen, was ich mache. Die haben uns eingeladen, wir haben gesagt, wir können nicht mehr Nerve spielen, unser Keyboarder kann nicht. Und sie haben gesagt, ja, können nicht das Zweite kommen. Und dann, okay, let's do it, oder? Was ich attraktiv finde, ist, dass es komplett ohne Corporate Sponsoring auskommt. Aber es wäre wahrscheinlich interessant zu wissen, dass ich heute Abend etwa 12-mal mehr verdiene, als wenn ich mit der BOC im Madison Square Garden spielen würde. Weil entweder heute Abend sehr gut bezahlt ist oder dort extrem schlecht. Yeah, well, the older I get, the more I'm interested in the values that we like in music, you know? Empathy, alertness, curiosity, courage. Those values are the essential things that makes it important to like preserve, because we're living in a time where music and art has become commodity, you know, and not so much a form of profound human expression, you know? Anyway, I had another question. Yes, please. Das Konzept von Home oder von die Hei, das wird problematisch, wenn man das macht, was ich mache. Also ich meine, wenn es etwas gibt wie irgendwie ein Zuhause, das wäre ein Gefühl zu haben, dass etwas nicht temporär ist, sondern stabil, oder? Wenn ich Musik spiele, das ist eigentlich das nächste Gefühl von Zuhause. Five years, New York. Ja. Das sind die gewesen. Das war die Anfangszeit gewesen. Der Bandname Nerve, der ist entstanden, habe ich aus der Luft gegriffen, weil der Journalist von der New York Times hat mich gefragt, wie heisst die Band? Und ich habe gesagt, und ich kann nicht mehr sagen, das ist keine Band, das ist eine Jam-Session. Aber ich habe gesagt, oh, die Band heisst Nerve. Und es ist einfach geblieben bei dem, oder? Die Easy Bar hatte eine Kapazität von etwa 80 Leute. Und nach 3-4 Monaten hat es in der Easy Bar unten etwa 200 Leute gehabt. Und draussen sind etwa 200 Leute angestanden. Oder? Und das war klaustrophobisch. Das ist dann irgendwann nach 8 Monaten, als ich einen grösseren Ort haben. Und dann bin ich in Schein und dann habe ich wieder Beats angefangen. Die grosse Party im Schein Club. So mit Live, Drum and Bass und Electronic Beats. Nerve war der Anfang, für mich authentisch zu werden. Also wirklich eine eigene Sprache zu haben. Snubble ist ein Überbleibsel vom alten New York, vom wilden New York, vom künstlerischen New York, wo es nicht mehr so gibt, oder? So John, I'm gonna leave. Okay. I'm closing the gate. Okay, so go. Yeah, you guys gonna be here until 7:45? Sure. Sure, right? Okay, because I'm gonna leave the gate open for the garden. Okay. I opened it up. I checked all the ribbon connections. Everything seems fine. I booted it up. The blue light comes on. Snubble ist eine Oase geworden für irgendwie einen grossen Teil von New Yorker Musiker, Künstler und Zwischenfällen von experimentell, Jazz, elektronische Musik. Nicht nur Musiker, sondern auch bildende Künstler. Heute machen wir ein bisschen Pre-Production. Das heisst, wir probieren ein paar neue technische Sachen aus, musikalische Sachen aus. Und dann am Abend geht das Zeug auf die Leute loslassen. Das ist eigentlich die Idee an diesen paar Tagen, die wir jetzt hier arbeiten. John, we can use your sequence piece and integrate that thing that we did yesterday. We could. Should we install that your sampler? The only problem is if we want to have the click, we don't have enough channels to have it and the click. The thing is, we don't need it for the room, but you need it for your in-ears. So I'm just gonna do it the simple way. I mean, turn off the overheads for a second. Oft kommt Jojo mit einer Million verrückter Ideen. Hey, können wir das verwenden und das und vielleicht mein Telefon und dieses Pedal? Und ich, Moment mal, ich werde mit einer Million Ideen bombardiert. Aber dann ist es meist, okay, das ist eine wirklich gute Idee und das auch. Ich glaube, meine Rolle in der Band ist oft, von Jojos Ideen die umsetzbaren herauszufiltern. Ich mache nicht elektronische Musik, sondern ich assimiliere kontemporäre Ästhetik. Das heisst, ich mache eine Abstraktion von programmierter Musik in Realtime. Für das muss ich nicht nur meine Spielweise, sondern auch mein Equipment ständig neu erfinden und weiterentwickeln. I'll give you the directions. It's easy to find. Can I make it right? Yeah. Swing. Yeah. Yeah, I can do it. I'm swing. Okay. then turn right on South 1st Street. John Fell is one of the most knowledgeable people when it comes to drums in New York City. He builds drums, he restores drums, he fixes drums, he invents things, and he's kind of like, to me sometimes, what Q is to James Bond. And I'm learning a lot. Generous. I'm learning a lot from him, and right now we're working on a little pet project which is called the Snare Sizzler, which might be a pipe dream or it might be something useful, and I'm here to just see the first prototype that he's been working on like last night. It's pretty cool. The thing that's clear is that the closer to the center of the drum, the more volume. Of course, yeah. Yeah. But it's definitely, it's got some... This is not a bad idea. Well, this is kind of cool. We should try it on a snare. Okay, I will, yeah, let's try it on a snare. Yeah. Relocate. Also bei dem Experiment, bei dem Prototyp geht es im Moment eigentlich darum, einen Effekt zu erzeugen, den man normalerweise von elektronischer Musik kennt. Oder? Quasi den gleichen Effekt mechanisch zu erzeugen statt digital. When the snare's on a little further out, brings it out a little bit more, but it also muffles it. Die Idee, auf New York zu gehen, war immer schon da, unterschwellig. Aus dem einfachen Grund, weil meine Antenne hat einfach immer schon die Signale empfangen, die da generiert werden. Schon als Kind. Also 80% der Musik, die ich gehört habe, ist aus Amerika gekommen. Der Jazz, R&B, Soul, Funk, Rock. Ich bin mit einer völlig eklektischen europäischen Vision da angekommen. Was Jazz anbelangt, ich habe gemerkt, dass ich 40 Jahre zu spät gekommen bin. Es war keine progressive Musik mehr, sondern eine konservative Musik. Und alle sind rückwärts gelaufen und haben sich an der Vergangenheit orientiert. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich etwas anderes machen will. Als ich Amen Breaks und Drum and Bass Beats spielen, ist es recht ein radikaler Schritt gewesen, oder wo sich abgehoben hat von allem anderen, was ich vorher gemacht habe, und sich auch abgehoben hat von all dem, was alle anderen gemacht haben. Heute ist es einfach so, dass wenn ich das spiele, reagieren die Leute stark darauf, weil es etwas ist, was sie kennen, oder? Und sie eigentlich immer wieder mich hören. I like Amen Breaks, oder? Aber was wir heute machen, ist eine Abkehr von dem, oder? Der James Taylor wird so lange erlebt, mit dem Fire and Rain spielen. Es ist nicht, dass er keine anderen Songs kann schreiben. Es ist auch irgendwie, die Leute, they like it, oder? Why should I not give it to them? I am an egocentric, you know, maniac, but not because I'm an egocentric maniac. It's totally unpractical for us to play with other bands. Technically, it's a nightmare. Die ideale Version von was Nerve ist, ist, glaube ich, eine Musik zu machen, die passiert im Moment. ein Schritt weg vom Theatralischen, vom Präsentieren, vom Vorspielen. Oder? Wir wollen nicht vorspielen, wir wollen Musik machen, die nicht mehr aus einer Intention entsteht, sondern wirklich aus einem gemeinsamen, momentanen Erlebnis. Oder? Und wir wirklich nur noch ein Medium sind, das das ermöglicht. New York City, that's my city. A lot of other spots is hot, but not really. Greedy, needy, garbage, graffiti. City of insomnia, actually not sleepy. Project hustle, progress struggle. Etwas ganz Grundsätzliches an der Improvisation ist im Jetzt zu leben und sich mit dem Moment auseinandersetzen. That's my city. Und der Moment von der Improvisation ist die Zone, wo Intuition ins Spiel kommt, wo man Kontrolle abgibt und wo neue Sachen passieren können, die man nicht planen konnte. One, two, three, New York City, that's my city. I think the thing about Jojo's playing is that he really understands. Jojo weiß, wie man der Musik Form gibt und Energie kreiert. Das ist etwas ganz anderes als Technik. Ich kenne nur wenige Drummer, die das wirklich können. Technik ist nur ein Werkzeug. Viele Musiker fixieren sich darauf. Jojo weiß, wie man damit Musik macht, nicht nur Sport. Das ist der Keller vom Haus meiner Eltern, wo ich einen Großteil meiner Kindheit und Jugend verbracht habe. Das ist okay. Das ist ein Abstellraum. Ich bin immer noch eines meiner ersten Drumkits, die ich hatte. Das ist das Becken von Billy Higgins, wo wahrscheinlich auf ein paar hundert legendäre Jazzaufnahmen drauf ist. Watermelon Man etc. Das ist mal bei mir gelandet. Das ist eine lange Geschichte. Ich glaube, der Raum ist eine Zone gsi, wo die Aussenwelt keinen Access hatte. Das war meine Bubble, mein Laboratorium. Ich habe 10-12 Stunden da unten verbracht, fast nonstop. Oder? Ich war obsessed. Die Obsession war ein Ventil oder? Für vielleicht nicht wirklich zu Schlag kommen mit der Normalität, wo häufig von mir verlangt worden ist, das, oder? Müssen irgendwie so sein, möglichst wie alle anderen, oder? Das hat einen extremen Konflikt ausgelöst, oder? Und da innen ist das ein bisschen eben ein Refugium gsi, oder? Wo ich quasi in meiner eigenen Welt auch gelebt habe, oder? Ich hatte nie Schlagzeugstunden, ich bin nie an eine Musikschule gegangen. Ich habe stundenlang Passagen rausgelassen, transkribiert und dann versucht, die nachzuspielen oder zu replizieren. Ich hatte einen Plattenspieler oben, oder? Das rausgelassen, oder? Und dann runtergesäckelt. Da habe ich wieder hochgesäckelt, wieder gelassen, wieder runtergesäckelt. So habe ich das häufig gemacht. Ja. Die Träume, wo ich dann wirklich viel Zeit habe verbringen musste, der wichtigste für mich war Tony Williams. Der hat einfach für die ganze Architektur des modernen Schlagzeugspielens eine Auslegeordnung gemacht. Ich musste irgendwann mal mir ein Tony Williams-Verbot auferlegen und kann etwa 10 Jahre lang habe ich Tony Williams mehr gehört, weil einfach meine Persönlichkeit zu nahe war. Ich bin ein Clown geworden eigentlich. Und Kinder lernen auf die Art reden, indem sie imitieren und nachmachen. Und auf die Art habe ich auch, glaube ich, gelernt, Schlagzeug zu spielen. Es ist etwas ganz Verrücktes. Ich spüre den Jojo körperlich, wenn er spielt. Ich habe ihn das erste Mal gehört spielen, als ich etwa im 7. Monat schwanger war, im Club in Gabri, wo der Wally gespielt hat. Und ich bin auf dem Wally im Verstärker gesessen. Dort hat der Jojo angefangen, das erste Mal in meinem Bauch zu strampeln. Und erstaunlicherweise wirklich im Takt. Aber ob du das jetzt glaubst oder nicht? Ach, da ist er doch. Und das Schönste, ich weiss nicht, ob du das gesehen hast, hat noch ein Windelpaket an. Ja. Ah, das ist das mit dem Puff vorne dran. Er war eben so laut in der Wohnung. Wir haben im 12. Stock von einem 20-stöckigen Haus gelebt in Hongkong. Und dann haben wir ihm einfach einen Puff angestellt und dort hat er dann dran ginken, so viel er wollte. Das war eine Produktion vom Schweizer Fernsehen mit dem Sonny Fortune. Das war noch vor seiner Tournee mit dem Monty Alexander. Er war 16. 16, vielleicht 17. Das war schon interessant, der Anfang in New York von ihm. Das hat nicht als grosser Star angefangen, sondern das war noch schwer, nachdem er schon bekannt war in ganz Europa, in Amerika dann Anerkennung zu finden. Of all the drummers I know, Jojo, he's a good, you know, he's all right, man. All right. Thanks. What's this? Das ist Screaming Headless Torsos mit dem Fujinski. Fuse, hat man ihm gesagt. Actually, Jojo is probably one of the best drummers I've ever played with. I mean, it's for obvious reasons. Der Jojo hat dann die an sich bekannte Band verlassen, um Nerve zu gründen. Das bin übrigens ich mit etwa 1,5. Das war wahrscheinlich eines der ersten Mal, als ich um einen Schlagzeug gehockt bin. Das ist meine Schwester Delia mit dem Haus hier, das wir damals hatten. Ich kann das Zimmer zeigen, wo er gewohnt hat früher. Das war das Kinderzimmer des Krokodils. Hat vor ein paar Jahren das Zeitliche gesegnet. Es ist sehr alt geworden. Jetzt hat es noch ein paar Schlangen und ein paar Schildkröten. Es hat viele potenziell gefährliche Tiere gehabt, Vogelspinnen, Skorpione, Schlangen, aber Angst haben wir nicht gehabt, oder? Es steckt natürlich dahinter, dass mein Vater extrem viel über die Tiere weiß und er hat sich das ganze Leben sich damit beschäftigt und es ist nie etwas passiert. Extrem stolz. Ich hätte nie gedacht, dass es in dieser Form schafft. Ich habe mir das auch nicht vorgestellt. Ich habe einfach gedacht, er soll Schlagzeug spielen als Kind. Das ist normal, er hat Talent. Und anstatt dass er das Schild kaputt macht, ist lieber, er kauft ein Schlagzeug oder lassen wir es machen. Damals. Ich habe relativ wenig Lampenfieber. Ich sehe dann meine Kinder singen in der Audience. Dann wird es ganz schlimm. Aber es ist Gott sei Dank nur selten, obwohl ich immer freut, wenn es kommt. Oder? Von den Kindern fragst du es knallhart, oder? «Hey, dort ist die Intonation nicht ganz perfekt, du musst wieder mal...» Und so, oder? Das sind so Sachen, das sind die schlimmsten Kritiker, oder? Aber es ist gut, ich bin stolz, dass ich das darf haben. Das Haus, das ist eine Art das Museum von der Reise vom ersten Teil meines Lebens, wo ich in ganz vielen verschiedenen Kulturen gewohnt habe. Ich habe in Spanien gelebt, in Italien gelebt, in Asien gelebt, in der Schweiz gelebt und das Ganze ist alles dokumentiert in dem Haus. Das ist mein erstes Snare, das habe ich im Keller gefunden. Ich hatte wahrscheinlich 30 Jahre oder so nicht mehr in der Hand gehabt. Der Weg, auf dem ich mich befinde, hat extrem wenig Konstante. Und eine der Konstanten war immer Trommel. Ich hatte eine extrem intensive Kindheit. Ich konnte gar nicht Wurzeln schlagen. Ich bin immer entwurzelt worden. Ich komme an dieser Schule ein Jahr, an dieser Schule 2 Jahre, dann wieder gezögert, oder? Jetzt der Life of a Musician und ich bin Teil davon gewesen. Natürlich die Entscheidung, so ein intensives Leben zu führen, für die muss man auch Opfer können bringen. Man opfert die Sicherheit, man opfert Ruhe. Man muss die Ruhe finden. Und die Sicherheit an anderen Orten, wie normale Leute sie finden. Das ist extrem schwierig. Das setzt vor grosse Anforderungen. Und ich weiss auch nicht immer, wie man das Problem löst. Das Problem wahrscheinlich nie lösen können. Möglicherweise wird das Problem für mich gelöst werden, irgendwann mal. Oder eben, wenn der Körper nicht mehr mitmacht, dann sagt okay, jetzt muss ich etwas anderes machen. Im Moment funktioniert es noch und solange ich kann, mache ich es. Heute ist der erste Gig, wo Nerve in London spielt. Das ist der very first time. Ich spiele sehr oft in London und es ist überhaupt kein Problem, einen Promoter zu finden, der irgendwie ein Projekte promotet, wo ich im Prinzip Dinosaurier-Musik spiele, ob es Jazz ist oder Rock oder R&B. Irgendwie Buddy Rich, Big Band Projekt, 50-jährige Musik, kein Problem, ausverkauft, 700, 800 Leute. Und mit meiner eigenen Band haben es bis jetzt nicht geschafft, einen Promoter zu finden oder einen Club, der uns bucht zu Konditionen, die akzeptabel sind. Und das ist sehr eigenartig, weil ich habe extrem viele Fans hier in London. Das hat einfach dahin geführt, dass ich gesehen habe, ich muss selber den Gig promoten, muss alles organisieren. So how's everything down here? Good, looking good. Go on, guys. Mike is everything that concerns drums and percussion. Mike is the Pope of drums. Hey, 2 years we've been planning this. How's that? Go on, guys. Quick first thing to figure out the way that the riser thing works here. Yes. All the risers are built into the stage. Yeah, about this high. Well, as high as we can go, as high as possible. Nerve can't be pigeonholed. So Nerve können nicht schubladisiert werden. Wo kann man sie unterbringen? In einem Jazzclub wie Ronnie Scott's? Jojo wusste genau, wo er spielen wollte. Kein sitzendes Publikum. Er wollte, dass die Leute nicht nur wegen Jojo Mayer kommen, sondern wegen der Musik. Promoter verstehen das nicht. Wenn du etwas anderes willst, musst du es halt selber machen. So, drumsticks or no sticks? No drumstick. No? It's a drum magazine. It should be pretty obvious. Yeah, I know. Yeah. No, this is perfect. This is going to be the cover. Jojo ist wahrscheinlich der innovativste Schlagzeuger unserer Generation. Er ließ sich von einer Kunstform inspirieren und hat sein Spiel dieser Form angepasst. Als er elektronische Musik live zu spielen begann, adaptierte Jojo sein Spiel, um die Syntax dieser Musik zu lernen. Man kann in der Kunst Jahrhunderte zurückgehen. In Erinnerung bleiben immer die Künstler, die Neuland erkundet haben. Jojo ist so ein Künstler. Ready for rocking? Ready for rocking. Jojo, we were saying, what if we do footwork and then we jam some jungle stuff? Already? We're at that tempo. I think we should play two tunes up front. So maybe we'll do footwork. Let's not overthink it. Let's go empty and just play. Okay. You put a set list next to the drum? No, I didn't put a set list. I can make one real quick. Yes. Thank you very much. We have a gremlin right now that I don't know if we are able to get a hold of him. Troubleshooting his bass rig, but normally he plays bass. John Davis. And here's Aaron. Aaron, say hi so we know what you look like. This is Aaron. On keyboards, Jacob Berkson. Let's see. Whoa. Of course, this is terrifying. If something like this happens, it's terrifying. Whoa. Yes, that's I understand. How do we look like down there? Oh, boy. We can't be stopped by this. We will improvise. That's what we do. Yeah, my shit's been fucking up the entire show. You were getting spikes, right? I'm not sure. I mean, my controller keeps turning off and then resetting. Like it's accelerating. It's accelerating. It's tough gewesen mit dem technischen Meltdown, oder? Yeah, I think it's tough. Tough. Extrem ab. Und technische Probleme auf der Bühne, extrem. Es braucht doppelt so viel Energie. Jojo ist ziemlich das Gegenteil vom Klischee des Neandertalers am Schlagzeug. Er ist ein Denker. Er denkt über die Zukunft der Kunst und der Musik nach. Er ist ein großer Musiker, der mit Integrität und Ehrlichkeit zu Werk geht und wirklich vertritt, was er tut. Es ist Wahnsinn, ihn spielen zu sehen. Es ist so physisch. Er scheint auf die Zeit selbst einzudreschen, um zu sehen, was drin verborgen ist. Jojo ist ein Meister der Zeit. Er ist in die Zeit eingetreten. Er streckt sie, er verwandelt sie, er verbiegt sie. Er kreiert live einen Zustand, der unsere Wahrnehmung von Zeit aufzulösen scheint. Von vielen Flügen, das Ohr, da am Arsch. Veränderung ist etwas Bekanntes und vielleicht etwas, wo mein Zuhause auch ist. Darum habe ich schon ein paar Mal in meinem Leben einmal gedacht, okay, jetzt sind wir so weit, wieder von vorne angefangen. Das Neuanfangen, das ist wie ein Teil von mir geworden. Ich habe mich wie anfangen wohlfühlen am Rand und nicht im Zentrum. Das ist so wie bei einer Platte, die am Rand anfängt, wo die Nadel reingeht. Und wenn sie drin ist, dann spielt keine Musik mehr. Und so bin ich, glaube ich, wirklich die Nadeln auf dem Plattenspieler, wo man immer wieder raus tun muss, um neue Musik zu hören. Mach mal die Hände führen. Führen? Ja. So. Knie runter. Das ist ein Motion Capture Suit. Gut so. Das könnte vielleicht spannend sein für Anwendungen in der Musik. Perfekt. Ist ja geil. Die Hände ein bisschen höher. Ich glaube, es gibt eine sehr starke Verbindung zwischen dem, was ich mache, und dem, was der Jojo macht. Dadurch, dass unsere Industrie sich total schnell verändert. Also Live-Entertainment ist ganz etwas anderes, als man es war. Die Art, wie Künstler mit ihrem Publikum interagieren, sind völlig neu. Das heisst, wir sind beide herausgefordert, uns neu zu erfinden. Genau. Und so, dass ich drehe mich so, ja, okay, das so Zeug ist interessant, oder? So Sachen sind natürlich extrem gut, zum Sachen visualisieren, was etwas von der besten Methode ist, um etwas zu lernen. Das ist schon verdammt schnell. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das könnte funktionieren für Instructional oder halt einfach Artistik. Man könnte auch eine App machen, wo man könnte... Ah, das wäre sehr geil. Man könnte eine App machen, wo man den 3D-Drummer sieht, wo man dann Augmented Reality oder Virtual Reality-mässig das von jeder Seite kann anschauen kann. Ich mache mal einen Take, oder? Good shit, ja. Show one. Pulver zeigt, wenn der Boden berührt. Ich bin an Innovation interessiert, weil für mich bedeutet Innovation Evolution. Aber jetzt wird es ernst, oder? Jetzt verändern wir uns. Was das Nächste ist, wir werden einen Chip im Kopf haben, wir werden halb digital. Wir leben möglicherweise in der letzten Dekade von rein analog zu sein. Also Technologien werden vielleicht der Einschnitt sein, die Zäsur, wo Menschen nicht mehr werden kreativ müssen sein und aus diesem Grund nicht mehr kreativ sein werden. Als Künstler geht es darum, eine bessere Realität zu schaffen, eine bessere Menschlichkeit zu schaffen, im Großen und Ganzen. Ich glaube, das Wichtigste ist nicht, wie man es macht, oder die Art und Weise. Ob analog, ob digital, ob Schlagzeug, ob Malen, ob ein Buch schreiben. Wichtig ist, dass man Neugier erweckt am vollen Potenzial von unserem Geist. Yeah, well, shit, there's some brains in there, right? And an eye. Disgusting. 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 I just eat a butt. Oh, I don't know about the eye. I might not do the eye. Mika doesn't eat it. Okay, very good. All right. Die Clapping Exercise ist ein Exercise, den ich entwickelt habe, um Handgelenke entwickeln. Das ist auf meiner ersten DVD ist das drauf. Und es hat so ein kleines Video, wo ich den Leuten das zeige. Und das hat irgendwie überall eingeschlagen. Es ist so ein bisschen ganz laut machen sie Kids. Oder? Meine allererste Kindheit. Oh! In diesem Haus bin ich aufgewachsen. In diesem Haus bin ich aufgewachsen. I grew up in this building. I used to walk around here when I was a kid. Okay. Okay. Meine ersten Kindheitserinnerungen waren in Hongkong. Obwohl ich in der Schweiz geboren bin, aber mich zurückerinnern, die allerersten Eindrücke, die sind aus Hongkong. Und ich habe das häufig beobachtet, wenn ich im Auto hinten drin gelegen bin, so im Halbschlaf, gesehen die Lichter an mir vorbeiziehen. Das war so eine totale magische Wunderwelt. Und die Sehnsucht nach dieser Wunderwelt, die hat mich für den Rest meines Lebens geprägt. Und ich glaube, die Suche nach dieser Glitzerwelt, die Suche nach dieser Farbigkeit, ist vielleicht auch eine meiner Antriebe, die Magie wiederherzustellen. Für mich selber und auch für andere.